Das hängt natürlich auch immer davon ab, in welchem Land man unterwegs ist. Generell gilt aber, weniger ist mehr. Und ich unterteile so meine Fahrradtaschen eigentlich immer in 4 Bereiche. Ja, Schlafen, Essen, Kameraequipment und Ersatzteile und alles, was das Fahrrad betrifft. In den Vordertaschen, auch für ein besseres Fahrgefühl und Handling, habe ich die leichten Sachen wie Klamotten, Isomatte, Schlafsack. Mein Kameraequipment ist immer ganz wichtig, dass es ganz oben ist, um sofort griffbereit zu sein. Die schweren Sachen, wie zum Beispiel Ersatzteile, Ladegerät, so Dinge, die ich nicht so häufig brauche, sind in den Hintertaschen ganz unten. Und so ersetzt jede Tasche am Fahrrad ein Zimmer daheim in der Wohnung. Also vorne habe ich meinen Wohn- und Schlafbereich. Hinten Küche, Arbeitszimmer, Kameraequipment. Und wo auch immer eure nächste Radtour lang geht, ich wünsche euch ganz viel Spaß und gute Fahrt.